Hey Leute, weiter jetzt mit Let's Retro Final Fantasy 2. Beim letzten Mal haben wir eigentlich fast gar nichts gemacht. Wir haben die ganze Zeit nur gelevelt und trainiert, Leute. Es ist echt unglaublich. Ich würde jetzt auf dem Weg zur Höhle auch wieder trainieren wollen, Leute. So, wo waren wir denn mit den Leveln stehen geblieben? Machen wir mal Shell mit Freonir. Und hier... Cloud hat jetzt auch schon Level 2. Dann haben wir eigentlich nur... Stopp! Du machst Berserker. Freonir hat 177 Mana. Wie geil ist denn das? So, und du machst Sleep. Nein! Das Sleep ist Level 2. Oh. Na egal. Die Tauchadler werden lange genug halten, denke ich. Im Dungeon selbst werden wir aber nicht mehr trainieren, Leute. Das ist mir dann zu riskant. Leider hat auch schon mehr Leben als Freonir. Heftig. Okay, nach Shell machen wir Fire. Dann nach Stopp, kommen die Level 2 Zauber. Wir fangen an mit Basna. Und du greifst an. Und du machst jetzt... Stun ist auch schon Level 2. Aber blind noch nicht. Ich finde, wir sind schon sehr stark, Leute. Muss ich schon mal sagen. Also mir gefällt das. So, dann kommt Blizzard. Shell. Nochmal Berserker. Und Curse. Es ist echt ein Tauchadler abgehauen, Leute. Wie krass. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre eigentlich noch recht... Ja, jetzt nicht besonders stark, aber immer noch mittelmäßige Gegner. Also nicht stark, aber auch nicht leicht. Und ich hätte nicht gedacht, dass die abhauen würden. Läuft er einfach weg. Heftig. So, dann. Die beiden level ich ja nicht im Kampf, wenn es nicht sein muss. Das heißt, es geht weiter mit Level 3 Zaubern. Machen wir Basna. Und hier, wir hatten ja gerade Shell, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen gibt es jetzt
Sleep. Und du greifst an. Und du machst Stun. Der ist echt weggelaufen, Leute. Bevor Guy ihn noch besiegen konnte. 50 Gil nur erhalten. Bei Frionir ist Schall nach oben. Maria ist Seishin hoch. Schall, super. Das heißt, abgesehen jetzt von Raze, haben wir nur noch Fire und Blizzard auf Level 2. Das heißt, Frionir fängt sofort mit denen an. Und bei Maria war das, glaube ich, ist Seishin hoch. Seishin. Man sollte einfach mal lesen, was da unten steht und nicht einfach nur noch weiter drücken. Seishin auf 25, das ist ja die Weisheit für Weißmagie, Leute. Das heißt, sie ist auch eher Weißmagierin als Schwarzmagierin. Das gefällt mir. Ein Ogre-Magier und ein Stalaktit. Wir üben wieder. So, wie gesagt, wir fangen gleich mit Feuermagie an. So, und hier haben wir noch Stopp. Du machst Berserker. Und du machst Blind. Wann Berserker wohl Level 4 erreicht? Und wie stark er dann wird? So, dann Blizzard. Dann geht es weiter mit nach Stopp. Machen wir Basna. Du greifst an und du machst Curse. Sleep! Frine schläft, Leute! Der zaubert einfach Sleep 4 auf alle. Guy schläft auch. Und Layla schläft auch. Nur Maria ist noch wach. Und wir zaubern ja gerade, Buster! Wie geil ist das denn? Bei Frine ist wieder wach, Leute. Guy ist wieder wach. Layla ist wieder wach. Basna funktioniert, Leute. So, dann. Wir hatten ja gerade eben Blizzard. Dann geht es jetzt mit Level 3 Zaubern weiter. Dann würde ich auch hier einfach mal Basna zaubern. Du zauberst Shell. Du darfst nochmal angreifen. Du kommst ja leider nicht dran. Und nach Curse machen wir Sleep. Thank you.
Leider schläft von denen keiner ein. Schade. Blizzard. Das war's mit dem Ogre. Dann zaubern wir dann zaubern wir jetzt Esna. Und hier zaubern wir Shell hatten wir gerade. Dann geht es weiter mit Sleep. Du machst Berserker und du machst Stun. Wieder Blizzard. So, dann nach Esna kommt Blink. Nach Sleep kommt Stun. Du greifst an. Und nach Stun, was glaube ich gerade, kommt... Nein, Stun kommt jetzt. Nein, Stun war gerade. Thunder kommt. Geist hat ja eine Runde geschlafen. Wieder Blizzard. Das hat zwar getroffen, aber hat nicht viel ausgemacht. Das war's mit dem Ogama Agia. So, dann haben wir Protoss. Hier haben wir Toad. Ich gehe davon aus, dass es funktionieren wird, Leute. Berserker. Und du greifst an. Thank you.
Es hat tatsächlich funktioniert, Leute. Wir haben gewonnen. 400 Gil erhalten. Bei Maria sind HP hoch. Shell ist hoch. Super. Shell auf Level 3. Super. Basta ist auch bald Level 3. So, dann möchte ich aber auch wieder mal kurz heilen. Das hat schon gereicht, damit alle voll sind. Wow. Jetzt ist die Frage, nehme ich jetzt ein Cottage her? Nein. Ich mache lieber einen Teleport und gehe später wieder raus. So, gespeichert. Wir gehen jetzt einfach rein, Leute. Jetzt, ab jetzt wird nicht mehr trainiert. So, wenn ich das richtig in meiner Erinnerung habe, dann haben wir den Gang links komplett durch. Die Schatten machen einfach nichts. Das tat weh. Das tat bestimmt mehr weh. Und obwohl die Schatten jetzt nichts getan haben, Leute, sind sie trotzdem dran. Von der 12 Gil erhalten. So, wir gehen rechts runter. Ein Hügelriese. Wechseln wir das Schwert und greifen alle an. Verflucht! Lebt noch, aber wir hatten Erstschlag. Dann wechseln wir jetzt die Waffe. Und besiegen ihn. Ja, so einfach geht's. 300 Gil erhalten.